Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier vom Caravan Salon 2023 in Düsseldorf. Um kurz vor neun erstmal in die erste Halle gegangen. Hier ist die Halle, wo Knaus Tabbert ihre Ausstellung Fahrzeuge haben. 10 Uhr ist ja hier Eröffnung für den Preview Day mit einer begrenzten Zuschauerzahl und wir können halt schon ein bisschen früher rein. Ich werde mich mal ein bisschen umschauen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ja, ihr hört es. Es ist nicht schon Abend, es ist aber momentan recht dunkel. Ziehen gerade ein bisschen Gewitter über Düsseldorf hinweg. Aber wir sind ja dann im Warmen in der Halle. Schade erstmal um den Outdoor-Bereich hier, aber okay, wird schon. Und nach der Halle 1 eben mit Knaus Tabbert mal direkt in die Halle 4 gewechselt. Hier ist also der unter anderem der Weinsberg-Bereich. Hier seht ihr zum Beispiel den Weinsberg Excursion CUV, Länge unter 6 Metern. Ich habe euch ja bei der CMT die Neuheit von Knaus vorgestellt. Das ist quasi jetzt die Weinsberg-Version. Mit dem Aufstelldach, ja wie gesagt, sehr kompakt, wenn ihr das Dach runterfahrt. Fahrzeuglänge unter 6 Metern. Das Ganze ist ja aufgebaut auf VW-Bus-Basis. Dadurch habt ihr eben diese kompakten Maße. Werfen noch mal einen kurzen Blick hinein. Also das Fahrzeug, wie auch die Version von Knaus selber, will ich die Tage noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Heute will ich ja erstmal anfangen mit einem Rundgang durch die Hallen hier. Das ist bei der Riesenmesse hier in Düsseldorf schon eine Aufgabe für sich. Hier in der Halle 4 sind auch schon die ersten Stände des Touristikbereiches, wie hier der Ossiacher See, Frankana, Freiko, alles für den Camper. Und Camping Crest Losinj in Kroatien. Ja, da war ich ja letztes Jahr auch im Urlaub unterwegs. Und das Campingportal meinplatz.com. In der Halle 4 auch viele Wohnwagen von Tabbert und auch von Weinsberg in der Ausstellung. Angekommen in der Halle 5, die Linerhalle. Morelo ist hier vertreten. Ebenso in der Halle 5 Bimobil mit Ausbau-Pickup-Varianten in allen Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Ich hoffe, man kann es durch die Scheibe erkennen. Es tretscht gerade mal so richtig hier in Düsseldorf. Aber wir bleiben hier erstmal in den trockenen Hallen. Der Grill da vorne hat auch noch nicht geöffnet. Naja, im Moment wäre es auch nicht so toll. Und hier in der Halle 5 auch Ausstellungsfahrzeuge von La Strada. Ja, das ist mal was für richtiges Offroad-Camping. Schaut euch mal die Reifen an. Da werden selbst meine Loader AT1 All-Terrain-Reifen blass. Das ist natürlich kein Vergleich. Und hier auch passend vertreten der Betreiber Abenteuertouren Allrad, Wüsten des Orients, Überwinterungstour im Orient. Dezember bis März, 120 Tage, 25.000 Kilometer. Ja, das wäre mal ein Projekt. Dafür sind natürlich hier diese Fahrzeuge von Bimobil absolut die richtigen. Jetzt läuft mir der Dirk ins Bild. Ja, hier ein Fahrzeug von STX Motorhomes. Ihr seht an der Seite der Wohnraum ausfahrbar. Und wenn wir uns die Heckgarage anschauen, da passt natürlich auch ein kleines Auto locker rein. Ja, hier nochmal so ein Modell von der Firma Dembel. Auch hier ausziehbare oder ausfahrbare Wohnräume, wo ihr das dann halt entsprechend vergrößern könnt. Und die Heckgarage halt wirklich für ein Auto. In der Halle 5 auch vertreten Variomobil. Auch die bieten ja jede Menge Liner, große Wohnmobile mit unzähligen Ausbaumöglichkeiten. Da kriegt ihr auch schon mal den kleinen Audi hinten in die Heckgarage. Und auch hier das Ganze mit ausfahrbaren Bestandteilen im Wohnraum. Selbstverständlich auch in dieser Halle vertreten Concorde mit ihren Linern. Und ebenfalls die Phoenix-Marke ist hier vertreten. Ja, hier in der Halle 7 ist Detlefs vertreten. Wird hoffentlich nachher noch ein bisschen heller. Hier wird noch Strom gespart.
Wohnmobile, Vans, Wohnwagen. Ja, jetzt bin ich in die Halle 7 gewechselt. Hier ist eine Foodstation vom Caravan Salon Club. Hier ist die Blogger Lounge, wo man sich auch mit Sicherheit gerne trifft während der Tage hier. Wir hatten ja gestern einen Treffpunkt bei Johanna und Thomas von Home geparkt. Da war der Michael noch dabei von Travel With Me und Oliver von Olivers Reisen. Und schon war es 12:30, wo wir dann doch recht früh ins Bett sind. Hier findet ihr das Forum der Starterwelt in Halle 7. Hier werdet ihr beraten, wenn ihr in den Bereich Camping, Wohnmobile, Vans und so weiter einsteigen wollt und könnt euch da informieren über die Vielfältigkeit der Möglichkeiten, auf was man achten soll und so weiter. Mit Sicherheit für Anfänger in dem Bereich eine tolle Sache. Ja, hier seht ihr es nochmal. Beratung für Einsteiger, Fahrzeugwahl, Anmietung, Richtlinien. Alles, was eben für diesen gesamten Bereich interessant ist. Hier bekommt ihr unter anderem erklärt, anhand von ausgestellten Fahrzeugen, wie hier typisch teilintegrierter, auf was ihr da achten müsst und was die Fahrzeuge bieten. Genauso wie hier das nächste Fahrzeug, typisch Alkoven. Alkoven ist ja eigentlich ein Modell, was ich immer wieder sage, für Familien mit kleinen Kindern ideal. Oben im Alkoven, da fühlen die sich sehr wohl. Typisch Dachzelt, beziehungsweise auch typisch Faltkarawan, wie ihr hier seht. Auch das bekommt ihr erklärt hier in der Starterwelt. Das sind die Wegweiser, die ihr überall hier findet. Also die Halle, die Messe hat ja hier insgesamt 17 Hallen. Das ist schon verdammt viel. Da solltet ihr euch auf jeden Fall vorher mal informieren und überlegen, was ihr euch auf jeden Fall anschauen wollt und einfach Schwerpunkte setzen. Wechseln wir mal in die Halle 9. Hier ist Hobby angesiedelt mit ihren Wohnwagen und Wohnmobilen. Hobby ist ja auch Mitsponsor des Campercamps, was vom 8. bis 10. September stattfindet. Ein Riesentreffen von Bloggern mit Workshops, mit wirklichen Experten in dem Bereich, die euch eine Menge beibringen können. 8. bis 10. September campercamp.de. Guckt einfach mal auf die Webseite, ich verlinke euch das unten im Video. Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Hobby wieder mit jede Menge von ihren vielfältigen Wohnwagen, die sie im Angebot haben. Und auch die coolen Beachy-Modelle sind hier wieder ausgestellt. Die haben mich ja letztens auf der CMT in Stuttgart auch schon begeistert. Und Musik gemacht wird hier auch. Wenn ihr an Wohnwagen interessiert seid, in der Halle 9 seid ihr absolut gut aufgehoben. Auch Fendt ist hier mit einem Riesenbereich vertreten. Und auch der Premium-Hersteller Kabe hat hier seine Fahrzeuge ausgestellt. In der Halle 10 treffen wir erstmal auf Adria. Ja, es ist jetzt 10 Uhr, die Messe wurde offiziell eröffnet. Es gab eben Durchsagen in allen möglichen und unmöglichen Landessprachen. Ich bin weiter in der Halle 10 bei Adria und wir drehen gleich mal um und sehen, auch Euramobil ist hier vertreten. Die nächste Marke hier in der Halle 10, Benima. Auch wieder mit einer Vielfalt von Wohnmobilen und Vans. Ebenso in der Halle 10 ein großer Ausstellungsbereich von Rollerteam. Und im Hintergrund seht ihr schon Forstermobile. Auch Mobilwetter ist hier in der Halle 10 mit seinen Modellen vertreten. Challenger hat ebenfalls Fahrzeuge hier ausgestellt. Hier seht ihr zum Beispiel das Modell mit dem hochfahrbaren Doppelbett und unten drunter die Face-to-Face-Sitzgruppe. Gibt es ja von Challenger und auch zum Beispiel von Chausson. Sehr platzsparende, effektive Modelle, die ja dann vor allem auch im Badbereich jede Menge Raum bieten. Und hier, wie eben angedeutet, der Ausstellungsbereich von Forster. In Halle 11 unter anderem Ahorn campt mit seinem Bereich. Chausson hat eine weitere Ausstellungsfläche hier und im Hintergrund seht ihr Caravel Air, auch ein Wohnwagenhersteller, der hier ausstellt. Und der Wohnwagenhersteller Stärkemann ist in Halle 11 ebenso vertreten. In Halle 11 haben wir schon mal einen großen Bereich hier mit Vans, Dachzelt, Fahrzeugen mit Dachzelt,
Hier nochmal ein cooler Offroader. In der Halle 12 habt ihr auch einige ausgestellte tolle Pickup-Modelle. In der Halle 12 findet ihr Fahrzeuge von roadsurfer.de, ein Vermietportal, wo ihr eben diese kompakten Vans, wie hier auch mit Dachzelt, zur Miete angeboten bekommt. Informiert euch gerne über die Webseite. In der Halle 12 ist Pössl mit einem großen Ausstellungsbereich vertreten. Auch die Vans von Clever findet ihr in der Halle 12. Und auch hier der Hersteller Panama mit Fahrzeugen für die Dachzeltnomaden.